Holger Wemhoff, einer der Laudatoren. Ich aber sehr. Ja, hallo, grüß Sie. Der Musikkritiker. Ja, den habe ich vor mir. Oder der Musikmoderator. Wie wichtig ist das, Musik zu vermitteln? Für mich ist das existenziell, weil das ist so ein bisschen auch mein Lebensmotto. Ich rede über das, was ich liebe. Und dadurch wirkt es vielleicht auch relativ authentisch. Ist der Echo eine Veranstaltung, wo wir das auch klar machen können, dass Klassik immer etwas mit Leben zu tun hat, mit wir hassen uns, wir lieben uns, wir streiten um was? Ist das, wie macht man sowas im Echo klar? Ich denke durch die Vielzahl der Künstler, die einfach hier sind. Weil streiten, das beste Streitbeispiel ist ehrlich gesagt David Garrett, weil ein Großteil des Publikums, das vielleicht mit Klassik gar nicht so viel am Hut hat, freut sich unglaublich von den Chorklassikern, die sagen, muss das schon wieder sein und so weiter, dass der jetzt da ist und so weiter. Also das streitbarste Beispiel ist er. Und was sagt Holger Wemhoff dazu? Nun, wir spielen ihn ja bei Klassikradio. Aber es gibt für mich privat dann Geiger, die ich wesentlich häufiger in meinem Player finde. Aber ich finde, das ist ja etwas, wir können wirklich streiten lernen. Ja, und ich finde, die Klassik ist ja sowas wie Gesprächskarten. Mhm. Ja? Also worüber wollen wir reden? Liebe, Hass? Hören wir eine Oper? Und dann können wir unsere Meinung darüber sagen. Funktioniert Klassik so? So funktioniert Klassik auch, würde ich sagen. Überstreiten, aber vor allem das Allerwichtigste ist für mich nach wie vor das, was ich liebe, also wirklich liebe und auch nicht durch einen Beruf erst kennengelernt habe, sondern über 40 Jahre eigentlich schon liebe, dass ich das vermittle. So ist das, wenn zwei Kritiker zusammenstehen, hören sie überhaupt nicht mehr auf zu quatschen. Holger Wemhoff, Sie müssen noch eine Laudatio halten. Viel Spaß. So toll. Das ist so toll, Sie endlich mal wir zu sehen. Wir trinken nachher ein Bier, okay? Das sollen wir alles machen. Alles klar, super. Unbedingt. Also, Dankeschön. Toi, toi, toi und viel Spaß.